Servus. Jetzt wird das Ansehen schneller. Ja. Ja, fleißig am Düngen, ja. Kann es sein, dass wir mit dem Düngen ein Problem haben? Jetzt haben wir Fahrgassen. Wichtig ist immer wieder dieselben erwischen. Ah ja. Ja, genau, dann haben wir Fahrgassen. Schade um nicht. Um das Ganze. Wir müssen einen Träger zum Düngeträger upgraden. Der Nachbar ist uns auch dankbar. Der auf Feld 22. Ja. Nein, kaum. Da haben wir es wieder. Liebe Zuschauer, kein Handy am Start. Das seht ihr dann wieder im Stream spätestens. Ja. Irgendwie jedes Mal. Ja. Ja. Ja, wenn die Leitung anruft, muss man rangehen. Lecky. Ja. Nö. Er stupst mich an, ich muss unbedingt den Channel wechseln. Und dann rufe ich ihn an. Das ist A möglich. Da wird. Der GPS-Kurs ist schon ein bisschen traurig. Ja, so breit wie der Drescher. Naja, mit so kleinen Maschinen ist mal ganz was anderes. Das ist ja sogar das Düngen der Arbeit. Ja. Das ist dann mal so eine Aussage, wenn man sagt, hey, ich habe ein Feld in Größe von Feld 23 gedüngt. Mit 30 Meter und 21 km/h oder so ist das ja fast schon langweilig. Hier kann ja sein, dass der Düngestreuer gerade so lang. Wenn nicht, darfst du sie beim Shop stehen lassen. Ich glaube, die sind da nicht sehr froh drüber. Weil die brauchen die Verkaufsfläche ja wieder. Ja. Ja, ich weiß ja nicht, wie du das Spiel hier aufbauen sollst, aber ich darf nicht mit Auto launchen. Also nicht jetzt, komm, lass da aufbauen, aber gut. Mal schauen, was es Geld leiht.
mache ich dann sofort. Ja, bei mir wird es tatsächlich nur knapp hier mit dem Dünger. Das Feld musst du dir anschauen. Das ist optimal. Das schaut aus wie ein echt schöne Fahrgassen. Bisschen breit, bisschen viel breiter als die Reifen, was er tot fährt, aber. Jo. Ja, das gibt's ja irgendwie so ein Mod mit Fahrgassen und so, wo man mit der Sämaschine direkt so ansehen kann. Hätte natürlich auch was. Ja, das Problem ist, dass 100 Gigabyte Mods, das glaube ich, schaffen die wenigsten Rechner dann noch. Das sind dann unsere auch mal irgendwann überfordert. Ja, wo am Speicher liegt es nicht. Ja, weil die leider so leistungshungrig sind, die Mods. Halt. Nein, hör auf, ohne Mods wäre auch schlecht. Boah, es geht genau aus. Fertig, 3% 22 Liter ein Feld. Der Düngestreuer bleibt erstmal, oder? Den füllen wir noch auf, ganz. So. Brauchst du schon Abfahrer? Nö, hast noch. Ha, haben wir noch Zeit. Ja. Ja, ich kann ja dann zwischendurch mal bei die Hühnereier sammeln. Hühnereier sammeln, die müssen wir auch verkaufen. Ja klar. Nö. Da laufen ein paar mehr Hühner rum. Ich glaube, man kann hier gar keine Hühner kaufen und verkaufen. Also ich habe noch nirgends eine Kaufstelle gefunden. Ich habe aber auch noch nicht wirklich nachgeschaut. So. Was hast du? Sojabohnen? Bei der Bäckerei. Pro Liter 1694. Das ist zurzeit das, wo man am meisten kriegt. Du hast. Na, kann ich noch mal. Kurz mal in den Hühnerstall Eier abtragen. Aber dann müssen wir schauen, wo man die überhaupt verkaufen kann. Ja, für ein ausgedehntes Frühstück. Ja, kommt ja darauf an, wie lange du das Frühstück ausdehnst.
Ja. Das Thema wollte ich jetzt so halbwegs vermeiden. Ich habe gerade überlegt, ob ich irgendwie so einen Spruch ablasse. Dachte mir, nö. Nö, das machen wir heute mal nicht. Ja, ihr hättet es ja auch auslassen. Ich komme gar nicht so schnell einsammeln, dann legen die schon wieder eins. Wollen die mich ärgern? So schnell geht es dann leider auch nicht. So, wo kann man Eier verkaufen? Nächste Frage. Ich glaube, irgendjemand hat mir das schon mal gesagt, aber ich weiß nicht mehr. Irgendwo direkt an dem Haus. Aber das ist das Schöne, ist, dass es auf der Karte nicht angezeigt. So, ich werde mal bei dir abladen dann. Und dann gehe ich mal eine Runde spazieren. Und schau, wo ich meine Eier abgeben kann. Sollte ich dir nachfragen? Darf man es ohne Abladen abzubrechen? Ah, ganz knapp. Und dann noch Kollision riskiert. Oh. Irgendwann machst du mir fast den ganzen Hänger voll. Das gibt's doch gar nicht. Aber irgendwie passt der GPS-Kurs nicht ganz, oder? Dann sage ich nichts. So schaut's aus. Ich gehe mal eine Runde spazieren. Also, Powerwalk. Ich fange das Rennen an. Wieder auf Powerwalken umstellen. Rennen. Ich habe gefunden, wo ich ein Feld kaufen kann. Das ist falsch. Ah, richtig erinnert, richtig erinnert, richtig erinnert. Hat es die einfach so direkt verkauft? Ja. Lohnt sich auch für nichts tun. Hier wäre ein dürrer Baum gewesen für vorher, der wo. Haus ist, na, nichts mehr dran ist. Da war der Borkenkäfer drin, glaube ich. Und du sagst nichts, dass ich mitten auf der Straße spazieren gehe. Das ist doch so ein schlechtes Vorbild. Wahnsinn. Ah, gut. Ja. Jetzt laufe ich extra am Straßenrand. Ja, aber das wird trotzdem nicht bei mir in den Hänger gehen, schätze ich mal, oder? So, ich steige da mal ein. Ja, 75% geladen. Du hast 12, doch, das geht hin. Aber wenn wir die ganzen Kleinstellen noch mitnehmen, könnte hingehen.
Deine Grafik zeigt wohl was anderes an als meine. Bei mir schaut es aus, wie wenn du sehr viel Ertrag stehen lässt. Komplett hier, ganze Reihe und überall dazwischen lauter so rein. An manchen Stellen. Okay. So heftig. Okay. Das haben wir jetzt nicht rausgefunden, weil sonst sagen die nächstes Mal beim Mod-Server zu mir, ich habe da nichts gesehen. Da steckst du nicht gut. So, ich mache mich dann auf den Weg zur Bäckerei. Oder willst du fahren? Ja, ich habe für einen Hacker, den habe ich jetzt da in die Halle gestellt, die wo neben die Paletten ist. Wenigstens können wir 40 fahren und nicht irgendwie 23 oder so. Musste mal in einem anderen Spielstand irgendwie so einen Vollernter kaufen, der wo 20 fährt und dann fährst du einmal hoch zu Feld 5 vom Shop. Da kommt Freude auf. Oh, dann brauchen wir irgendwas, um Saatgut verladen zu können. So, jetzt pass auf, wie viel kriegen wir? Das hat sich gelohnt. Nur wenn du sie umbaust, glaube ich. Manche kannst Frontladeranbau anmachen. Kostet halt der Frontladeranbau auch nochmal separat holen. Ja, Kompaktlader, glaube ich, ist zu teuer. Komm. Also ich glaube, der, wo ich habe, nicht am ersten oder Case. Echt? Weil wenn es ist, parken wir den nach. Den kleinen Frontlader braucht man und du brauchst einen Anbausatz für den. Ja, ich muss auch zum Shop fahren, weil du den Trecker konfigurieren musst, dass er einen Anbausatz bekommt. Ciao.